Was? Tür zu Mason ist verschlossen? Die haben sie doch jetzt offen gemacht. Okay, kommen wir jetzt zu Mason. Yeah. Was? Wie no file. Hä? Da steht doch gar nichts drin. You have it. You never had any information about my parents, did you? You came from an orphanage. That is the truth. You lied to get your Gemini for me. Only out of necessity. Yeah? Well, I didn't bring your formula. You don't have it? How is that possible? On the day of the fire, it was gone from a locked room. Only someone with your abilities could have... You mean like my sister? Dahlia? You're Dahlia. The two of you conspired against me. Across time itself! Oh, oh. You too? Oh Gott, was? Before the quarry burns, ich glaub... Was kam? Ich inject myself with PK-13. Plasma Kinesis. It's the only reason I survived. Ich glaube, Bosskampf. Oh Gott, bitte was? Wow, was? Okay, ich glaube, wir müssen... What is this? Generator room? Didn't the explosion start here? What could have destroyed it? Ich weiß es nicht, wodurch die Explosion ausge... I can use him to start the fire. Stimmt, ich muss ihn hier hinbringen. To grab Mason and shift him back in time. I have grabbed you! Take me too! Yeah. As it used to be. There is nothing you can do to stop me. Was? Wow, Alter, lass das. Aua. Warte. Lass das. Kann ich das greifen? Was er da schießt? Wow. Schieß. Ich werde dich auslöschen. Schieß, schieß. Wie schnell aber auch ballert, ne? Schieß doch. Der ultimative Bosskampf jetzt hier. Ja, ja, wollen wir doch mal sehen. Ah, warte mal, ich glaube... Können wir das so machen? Geht das? Ah, ja. Ich glaube, ich weiß, was wir... Huch, hallo? Nimm das auf. Nimm das doch auf. Ich glaube, wir müssen den Generator zerstören. Jetzt? Bleib stehen! You're ruining everything. Wir kriegen... Uah, was? Uah, was? Nein, lass das! Aua, lass das! Lass mich! Alter, was? Willst du mich verarschen? Die Knüppelmänner kommen! Die Knüppelmänner! Ich fass es nicht! Wow! Lass das, aua, lass das! Wow, 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 wow! Alter, es ist am Ruckeln! Das ist doch nicht mehr feierlich! Schieß! Schieß doch! Ja, ja, hör auf zu subbeln! Aua, lass das! Hä? Wo hat er denn jetzt hingeschossen? Willst du dich verarschen? Wo hat er denn jetzt hingeschossen? Das gibt's doch nicht. Schieß. Muss ich da drauf schießen wieder? Okay, das funktioniert. Wow, was? Alter, ist das mies. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich drauf schießen muss. Okay, verstehe. Wo ist er denn? Ja, komm her. Hallo. Ah, ich kann auch in die Zeit zurückreisen, das ist schon mal praktisch. Halt den Bubble und schieß.
Das gibt's nicht. Wow, wow, was? Hilfe! Renn doch! Wieso rennt sie denn nicht? Ich fasse es nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe. Alter, wie gut, dass ich nichts sehe mit dem Ding vor meiner Nase. Ich bin gleich so gut wie down. Hier müssen wir auch noch Dinge zerschießen, oder? Oder haben wir hier schon alle? Warte mal. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Da ist noch. Oh nein. Aua, jetzt habe ich mich sehr. Nein! Ich, oh Gott. Da ist noch einer. Ich glaube, noch einen brauchen wir. Stop that! Jetzt springt er wieder, ne? Ja, mach das ruhig. Guck, wie er wartet. Ja, schieß doch. Spring doch. Spring doch. Spring doch. So, da kann ich nämlich jetzt wegrennen. Pass auf, jetzt bin ich mal ganz schlau. Einer von der schlauen Sorte. Ui. Natürlich springt er in unsere Richtung. Natürlich. Ist klar. So, jetzt muss ich ganz schnell dahin, bevor die Zeit abläuft. Yeah! Sehr schön, sauber. Schieß! Komm, schieß! Oh, 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 oh. Was? Er springt wieder, okay. So, Achtung. Das kriegen wir hin. So schwer ist der nicht. So schwer ist der also. You little fool. Ich höre damit nicht auf. So, er springt wieder. Ja, komm her. Komm, gib mir noch ein bisschen. Ja, Munition, danke. Alter, was? Was, Mistsack? Alter, schieße erstmal nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Du kleiner Drecksack. Und jetzt? Mega Generator. Okay, verstehe. Kann ich das irgendwie. Uah, lass das, lass das. Uah, lass das. Ach, er muss dagegen rennen. Okay, verstehe. Uah. Hier, renn hier hin. Hier, hier, hier. Hier, renn hier hin. Sehr schön. Was, wieso rennt er nicht dagegen? Das gibt's doch nicht. Okay. Na komm her, renn doch zu mir. Komm, hier hin, genau hier. Ach, so geht's jetzt auch. Okay, ja gut, dann warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Wenn es jetzt so auch geht. Komm, wie der da hinten läuft. Na komm. Na komm her. Ich hab dir nichts getan. Oh, okay. So. Uah, aua, lass das. Jetzt aber. Sehr schön. Yeah. Alter, was? Was passiert denn hier gerade? Oh Gott. Okay, ich verstehe. Ich glaube, wir müssen es jetzt mal so machen. Boah, der kriegt jetzt richtig auf die Fresse. Der kriegt jetzt richtig auf die Fresse. Bam. Den machen wir jetzt sowas von fertig. Bam. Jawohl. Und noch einmal, dann war's das für ihn. Ciao. You all along. You're the one who destroyed the quarry. Hey Mason, karma's a bitch. Yeah, karma ist so eine Sache. Yeah. Alter, krass. What the fuck, Alter, ich sterbe. Boah, Alter, krass, was? Ich glaube, das ist das große Finale, aber ich bin gestorben. Scheiße. Alter, was?
Alter Schwede, was ist das denn für ein Finale? Ich feiere das gerade. Das ist ja unglaublich. Gut, der Bosskampf war jetzt nicht so schwer, aber war okay, war nett gemacht, muss ich sagen. Ne? Muss man wieder dreimal machen und alles und so. Wait. Ja, ich war das. Mason, weißt du was? Karma ist so eine Sache. Destroyed the quarry. Hey Mason. Karma's a bitch. Das mit Karma ist so eine Sache. Yeah. Aber wie komme ich denn da rüber? Kann ich die Zeit verlangsamen? Stimmt, ne? Cool, wieso springt sie denn? Das gibt's doch nicht. Wieso springt sie denn da nicht rüber? Ich verstehe es nicht. Brille kann keinen Puls finden. Brille muss neu gestartet werden. Neuen Benutzer. Aber hä? Wieso springt sie denn da nicht rüber? Ich kann auch keine Zeit verlangsamen mehr machen. Also, man ist irgendwie so verlangsamt. Das mit dem Karma ist so eine Sache, das stimmt. Dass ich jetzt hier so oft abnippel, aber gut, dass es hier einen Checkpoint gibt, das feiere ich ein bisschen. Wait. It was you all along. You're the one who destroyed the quarry. Hey Mason. Karma's a bitch. Yeah. Karma's a bitch. Was? Wieso sterbe ich denn jetzt schon? Hä? Ich habe nur Dreieck gedrückt, um auszuprobieren, ob ich die Zeit verlangsamen kann. Was? Was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Mobbing spielen. Ja, ich schmoll jetzt. Es war so schön jetzt gerade die ganze Zeit. Ich hab gedacht, komm, ey, du machst jetzt Bam Finale. Und was ist? Scheiße ist. Das gibt's doch nicht. Ja, hey Mason, Karma is a bitch. Wait. Wie cool das Glas da oben rechts aussieht, ne? Das zerbrochene. You're the one who destroyed the quarry. Hey Mason. Karma's a bitch. Da muss ich jetzt echt springen. Wo muss ich lang? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, was? Alter, bitte was? Yeah. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich denn machen? Oh, Stufe 16. Ende. Okay, oh, dann ist es ja doch das große Finale. Karma is a bitch. Come on. Get up. Get up. Get up! Get up. Where? No. When am I? Dahlia! Did she make it out? Of course she must have. Injury. It happened here. When the place blew up. Someone dropped me at the hospital. It had to be her. My sister. I know you're out there, Dahlia. And I won't stop looking until I found you. And we're together again. If Dahlia escaped in the past, she's gotta be out there somewhere. I found my sister once, and I'll find her again. Ja, Phosphor Games. Teamentwicklung, das war Gemini Heroes Reborn. Adam Baptiste. Qualitätsmanagement, Qualitätstat. Adam Goodwin. Erinnere mich ein bisschen an Gronk. Adam Williams. Alter Schwede, voll geil. Gefällt mir sehr gut. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Richtig geiles, richtig cooles Game. Hat mega viel Spaß gemacht mit dieser Zeitreise und so. War echt cool. Also für so einen Indie-Titel und Respekt, Respekt. Nette Geschichte, ne? Richtig nette Geschichte. Ich glaube, es hat sogar was mit dieser Serie zu tun, habe ich mir mal sagen lassen. Also richtig, richtig tolles Gameplay. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Ich hoffe, euch natürlich auch beim Zusehen. Obwohl ich so gesehen habe, die ersten 6 Folgen haben so nicht so viele Klicks bekommen. Na, vielleicht so das letzte jetzt, wo die rausgekommen sind, werde ich ja dann sehen. So, da sieht man nochmal ein Studio-Team, Personalmanagement, Andrew Stutter oder Sutter. Justin Corcoran, der CEO, Mitgründer.
Imperative Entertainment ist Brad Stanton Produktionsdirektor. Oh, der Sack. Der Sack. Sack Kadison. Hm? Ausführender Produzent im Übrigen. James Foley ist Produktion. Mhm. Heroes Reborn Produktion. Ich glaube echt, das hat was wirklich. James Middleton, ausführender Produzent. Universal Parship and Licensing. Das ist also, ja, ich glaube, das hat was auch mit der Serie, wie gesagt, zu tun, mit diesem Heroes. Ich glaube, da gibt es ja eine Serie. Habe ich nie gesehen. Ich oute mich jetzt mal, nie gesehen, nie. Und ja, das ist so, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin aber total begeistert von dem Spiel. Also Leute, kauft es euch ruhig, es macht Spaß, macht eine Menge Spaß. Ist total cool, spielt sich auch sehr schön. Klar, kleinere Bugs gibt es, so wie diese Framerate-Einbrüche oder so. Aber trotzdem ist es ein endgeiles, eine richtig geile Spielerfahrung, die man mal mitnehmen kann. Wenn man mal irgendwie vielleicht mal, ja, mal keinen Bock auf so ein Call of Duty hat oder wenn man mal keinen Bock hat auf so ein Assassin's Creed oder so, ist das für zwischendurch mal so reingeschmissen, mal ganz cool, so ein bisschen so eine Story zu spielen, so Zeit hin und her Springerei, Gegner, ja, durch die Luft zu schleudern, ist lustig, ihr habt's ja gesehen und finde ich geil. Finde ich richtig geil. Wächter 1, Arzt 1, Häftling 1, Wächter 2, Wissenschaftler, Wächter 3, Arzt 2, Häftling 2, So, englische Sprechproduktion. Dann kommt schon gleich. Ah, ne, deutsche gab's ja nicht. Wir bestimmt so stehen Wolfgang Richard oder sowas. Der hat bestimmt Alex gesprochen dann. So, Herausgeber David Walsh, Mayan Semple, Victor Durling, zusätzliche Entwicklung, Konzeptgrafik Steven Zavala. Auch ein schöner Name. Ja, mein Gott, das soll es jetzt erstmal auch gewesen sein. Hier, wie gesagt, von Geminim. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie gesagt, ich werde es gleich hier nach dieser Aufnahmesession, also jetzt, wenn ich jetzt hier gleich Geminim beendet habe, werde ich mal Far Cry reingucken, ob ich den Far Cry-Speicherstand noch laden kann. Ich hoffe es natürlich. Ansonsten, ja, müssen wir das Ganze im Twitch-Livestream mit dem Survival-Modus machen. Ich habe ja gesagt, ich werde ja auf Twitch in der Let's Play Live-Show werde ich dort dann freitags immer den Far Cry Freitag einführen. Das heißt, die ersten zwei Stunden werden Far Cry gespielt im Survival-Modus. So lange, bis wir es durch haben mit dem Permadeath-Modus an. Also einmal sterben, Spiel vorbei. Weil ich will es schaffen, bin ich ganz ehrlich. Ich will es schaffen. Aber ich will auch gleichzeitig noch das Let's Play machen. Ich bin so ein bisschen so in einer Zwickmühle. Ich bin überlegen, ob ich dann den Permadeath-Modus oder beziehungsweise den Survival-Modus dann mitnehme ins Let's Play einfach. Weil das jetzt sind ja 40 Folgen sind jetzt raus. Ich weiß ja nicht, wann diese Folge jetzt hier erscheint. Bis dahin weiß ich nicht, was bis dahin passiert ist. Aber ich muss ja immer so ein bisschen jetzt mit Zukunft rechnen und so. Ne? Geminim News Reborn ist eine Ackmann. Handelsmarke unglaublich geschützt durch Universal Television geschützt. Ah, guck an, wisst ihr? Alle Lizenzen vorbehalten und so. Wisst ihr? Da weißt du Bescheid. Mickey Copyright 1998 bis 2015. Epic Games Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ah, das war Unreal Engine, war das übrigens. Ja, mein Gott. Ich, wie gesagt, bin dann überlegen, ob ich dann ab Folge 41 dann halt, ja, den Survival-Modus mache. So quasi. Aber da muss ich aber erstmal im Stream erstmal dahin spielen, wo wir bei Folge 40 waren. Und das kann ein bisschen dauern, bis wir das im Stream haben, bis es dann mit Far Cry weitergeht. Ihr könnt ja gerne mal hier unter die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob wir dann ab Folge 41 dann in den Survival-Modus weiterspielen. Wie gesagt, es wird aber dann ein bisschen dauern, bis dann Folge 41 kommt, bis ich im Stream halt in der Let's Play Live-Show dahin gespielt habe. Aber ihr könnt ja, wie gesagt, mal reinschauen. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt es ja die LPLS. Jetzt schon seit 2 Jahren. Boah, fast. Nee, wir haben schon. Warte mal. Wir haben 2,5 jetzt schon fast. Wir haben schon jetzt fast 2,5 auf dem Buckel in der LPLS. Alter, Folge 220 ist, glaube ich, jetzt am Wochenende, am Freitag. Könnt ihr mal reinschauen. Wie gesagt, und mit dem nächsten Let's Play, ich weiß es noch nicht, ich habe da noch so ein bisschen ein paar Spiele so noch im Augenschein, die kommen werden. Ihr wisst ja, meine Zeit ist ja auch so ein bisschen begrenzt und mach's ja nicht professionell, sondern so hobbymäßig und alles und tralala. Ja, 16 Stunden, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das wird so 15 das Ende oder 14. Hab gedacht, vielleicht auch noch bis 20. Naja, gut. Auf jeden Fall war ein tolles Spielerlebnis. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen. Und ja, wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Oder wie gesagt, auf Twitch in der Let's Play Live Show. Und würde mich freuen, wenn wir uns dort irgendwann wiedersehen. Und ja, euer Flex ist raus und wünscht euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss.